Hallo zusammen. Ich mach heute wieder ein wenig weiter mit XCOM. Das heißt, ihr habt jetzt insgesamt erstmal eine ordentliche XCOM-Keule an den Kopf bekommen in Sachen neuen Videos, die ich gemacht habe. Das hat verschiedene Gründe. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Zum Beispiel StarCraft spielen sowas zu platt. LOL auch niemals jetzt nicht geklappt. Und ja. Aber ich glaube, XCOM macht euch auch Spaß. Drohnen abfangen? Nö. Commander, genau, hier ist eine neue Webcam außerdem. Auf Ihrem Befehl kann der Einsatz erfolgen. Das bedeutet, ich könnte jetzt bald vielleicht ein bisschen leichter ein Bild machen. Dafür merkt ihr nicht wirklich viel aus, dass die Bildqualität wahrscheinlich auch noch besser ist, aber für mich ist es einfach angenehmer. Wenn es für mich stressfrei ist. So, Satelliten starten. Aber wo? Über Japan natürlich. Satellit gestartet. Satellit gestartet. Und ich nehme Meheko noch. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Gut. Zentren erforderlich. Drei Stück noch. Guck ich mal, ob wir das Einrichtung bauen. Ja, hier im Haus. Gut. Hier bauen. Ich werde vielleicht irgendwas Cooles bauen, oder? Psi-Labor. Brauche ich hier irgendwann. Gebe ich schon mal aus. Gut. Oh yeah. Brauche ich noch einen schweren Soldaten? Kann ich das Ding irgendwann mal kaufen? Das macht auch Sinn. Plasma-Pistole. So. Neue Projekte. Nee. Ich habe jetzt vor allem noch Zeit für jetzt genau zwei Folgen, ziemlich genau. Eher ein bisschen weniger. Neue Forschungsprojekte, ja sicher. Schwerer Schweber-Autopsie. Ja, gut. Und ich wollte was bauen. Einrichtung bauen wollte ich nämlich. Hier unten kommt noch ein letztes Satellitenkontrollzentrum. Gab es denn nicht auch mal ein Satellitennetz? Nexus? Hab ich auf jeden Fall nicht. Auch egal. Brauchst du ja schon. Also Schnickschnack. Projekte. Ja, da. Fusionslanze, Mann. Schau mir das an. Sehr gut. Wo krieg ich neuen Soldaten? Auf dem Hologlob ist markiert, wo der Zeit eigentlich nirgendwo. Dann gehe ich mal hin, wo es brennt, nach Nigeria. Ah, sehr gut. Sehr gut, ich habe noch einen neuen Mitstreiter und mir fehlt nur noch welche. Oh, scheiße. So, arbeiten, warum zu denn her? Was ist. Argentinien. Argentinien. Argentinien, Argentinien. Dazu Lionel. Aber nicht Messi, sondern Richie. Nein, Richman. Spitzname. All night. Nein. All night long. Wer ist denn all night? Fähigkeiten. Präzisionsschuss. Truppsicht. Jo. Extra Pistolenschaden, weil es schockt. Captain, die Zielfische mit Reflexion ermöglicht. Kritische Treffer. Plus 4 Sensitive gegen Ziele mit weniger als 4. Ne, man, das hier. Sehr gut. Ah, ich kann ich natürlich immer noch individualisieren.
Habe ich noch ein Skelett an? Okay. Habe ich nicht inzwischen die dicke Titanrüstung? Warte mal. Ich hatte dafür zwar nicht gerade die Kohlen, aber die besorge ich mir im Zweifelsfall. Technikabteilung. Titanrüstung, davon brauche ich mal. Schmal 4. Zwei Snipe habe ich dabei, ne? Zwei Snipe, ja. Ja. Zweimal Sniper, das ist zweimal. Dann brauche ich zwei. Ich brauche zwei Skelettrüstung und ich brauche zwei von den anderen. Die hat, glaube ich, 145 gekostet. Also, such den Schwarzmarkt. Illyrium, nee. Darf mal 5. Schweberleich auch mal 11. Zu viel. Dann Mutanleichen, da glaube ich auch mal was. 20 Stück rücke ich mal raus. Okay, und jetzt hole ich mir mal zwei dicke Titanrüstungen, Mann. Die ersten zwei hoffentlich. Kommt noch mehr nach. Gut. Dann zurück zur Einsatzzentrale. Immer noch Nigeria. Ja. Okay, ja. Wer blockiert hier? Die Skelettrüstung. Unterstützungssoldat, oder? Die zusätzliche strukturelle Unterstützung dieses Anzugs erlaubt dem. Ja. Ich hab da ein richtiges Plasmagewehr mal. So. Ich hätte da gerne das in die. Das andere Rüstungsdekor. Sehr gut. Aus einer vom Bombenentschärfungskommando. Jetzt kann ich dem hier. Den Skelett anzugeben, den Ultra-Sniper, Laserpistole und Scope. Du bist schon korrekt ausgerüstet und du kriegst jetzt auch noch Bewaffnung. Titanrüstung, aber du kriegst die Oldschool-Variante. Was gefangen nehmen muss ich jetzt gerade nicht. Nimm mal. Nanofaser lässt mir das jetzt richtig in die KP. Hier kann ich keinen mitnehmen, das ist traurig. Aber was soll's? Sag mal, warum komme ich keine Rekruten nach? Das finde ich uncool. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatz. Wieder den Angriff. Achtung! Für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland an. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle. Ja, jetzt. Das sagt mich nicht zu. Times. Das Geld hier. Da sehe ich jedoch schon mal. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Okay. Passt auf euch auf, Leute. So, vorgeschobene Deckung. Schritt 1. Mutonpacker sichtet. Die schieße ich jetzt direkt alle tot. Na, gibt es jetzt keine Gnade mehr. Daneben. Ich muss die scheiß Fernkämpfer ausschalten. So, du gehst hier voll mal in Deckung. Sehr gut. Hahaha, schön weggekrittet. Der hat schon. Nämlich eine Spezialüberraschung, okay. Nehmen wir das mal. So. Daneben und zweites Mal trifft immerhin. Ha! Jetzt gibt es ihm gerade das extra Shot. In die Fresse, Digga. Gucken.
Der schießt nicht nah genug ran, das heißt, ich muss ihn nicht so nochmal wegen, um einen Nahkampf zu machen, das heißt, die schießt ihn eh tot. Was mich dazu führt, dass du hier schön mal einen auf Feldposten machst. Oh. Das ist aber schade. Kann ich ja muy bien einmal mit dem Reflexschuss. Zack. Noch einer fast tot. So geschieht es hier nämlich. Okay. Hui. Hier bitte einmal verpflastern. Jetzt hast du ihn aber auch umjucken. Stopp, stopp, stopp. Hombres. Sehr gut, und den nächsten Gesicht. Das ist voll okay. Hoffe ich. Ja, sehr gut, die kommen jetzt ein bisschen angerannt. Hervorragend. Elegant mit der Pistole weggeschossen. Da ist immer noch kein. Du hast schon gehandelt. Dann du rennst mal hier hin und schießt ihn hier direkt aus dem Latschen. Okay, das ist jetzt wird jetzt cool. Und tschüss. Ich tease den mal ein bisschen an die Schnalle. Komm schon, komm schon. Wenn nah genug ran. Oh, da bleibt auch kein Gratis-Shot. Dann muss ich den leider ausschalten. Schönen Präzisionsschuss. Und weg. So läuft das, Mann. Ich flapp hier jetzt an, Mann. Ey, die geht schon. Jetzt geht's ab. Hoffe ich. Aha, feiges Mutanpack von der Flanke. Da kommen ein paar Schweber, ein paar Schwere. Okay. Geht immer noch. Natürlich hat er noch eine Granate, oder? Ah, nee, der fliegt. Ja, die bewegen sich ja jetzt erst. Ah, nee, der schießt auch nochmal. Sehr gut. Aber auf den Roboter. Ich möchte ja eigentlich nicht wieder einen Roboter verlieren. Kostet auch Geld. Vor allem ist es einfach nur ein weiterer Ausfall. Okay, irgendwann hast du Truppsicht. Schieß einfach mal. Vielleicht machst du ihn hier lang. Oder Tristan. Leider nicht. Der sieht wieder mal nichts. Ich probier mal aus. Vielleicht schaffe ich es ja. Das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Daran gibt es keinen Zweifel. Okay, okay, okay. Du kannst aber nur nicht laufen und schießen. Dahin läufst du, bist du ein bisschen Deckung. So, das heißt wiederum, wenn du hier hinläufst, einmal Verbandsmaterial weitersprühst. Ist sie da hochgepäppelt. Und jetzt kannst du bist eh zum Feldposten. Ja. Jetzt rennst du hier hin. Dann schießt dem hier die Fresse aus der Schnauze. Ah, die weniger Munition, das merke ich gerade echt. Jetzt sehe ich es gerade erst. Die hält ja brutal lang, ey. Das geht. Oh. Vielleicht gibt es einen Feldposten mit der Sniper. Was? Was ist das für ein Sniper? Super Feldposten. Okay, unglücklich. Aber ich habe noch eine Heil. Oh Gott, noch ein kritischer Treffer. Ah ja, gut, so kann man sich auch machen.